Spritschutz fürs Wasserrad, das Finale. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei uns hier an der Obermühle. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und uns ein bisschen hier über die Schulter schaut. Über der Schulter sieht man auch unser Projekt, für diejenigen, die es noch nicht von Anfang an mitverfolgt haben. Es ist so, dass wenn sich das Mühlrad dreht, ne, ist ja eine Wasserkraftanlage, die man hier direkt aus historischen Hintergründen direkt hier am Haus angebaut hat, und wie das so ist, das Wasser von dem Wasserrad spritzt an die Hauswand. Die Hauswand, die wird nass, die kann aber nicht trocken werden. Gerade im Winter spritzt immer mehr Wasser dran, mehr Wasser dran, mehr Wasser dran. Irgendwann bildet sich sogar Eis im Winter und dann zieht das so langsam aber sicher durchs Mauerwerk und die Mauer wird auch von innen nass. Das ist das, was wir so festgestellt haben. Und dann habe ich die Gedankenmaschine etwas rattern lassen und mir eine Lösung für das Problem überlegt, weil ich ja jetzt auch dem Innenausbau von dem Haus weitermachen möchte. Und dafür muss natürlich erstmal außen das alles möglichst fertig sein. Hier, da sieht man die schöne Barocktür, die wir eingebaut haben. Da haben wir jetzt schon mal so einen einfachen Zuweg, eine einfache Zuwegung zum Keller runter etabliert. Da haben wir eine schöne Treppe gebaut. Könnt ihr euch auch die Videos nochmal angucken, wer sie noch nicht kennt. Und jetzt der zweite Schritt ist der Spritschutz. Wir haben auch noch so einen kleinen Steg gemacht, der soll das Wasser von der Hauswand fernhalten. Dem nehmen wir uns heute an und dann weiterführend das nächste Projekt, das wird hier um die Ecke rum sein. Da muss noch ein bisschen Fachwerk repariert werden, damit wäre dann die Hülle intakt. Und dann wäre es eigentlich soweit, dass wir uns da auch massiv auf den Innenausbau konzentrieren können. Ich habe hier schon, sieht man da, am Sägewerk jede Menge Fichtenholz liegen. Das kommt dann innen zum Tragen, dafür muss aber noch eine Betonplatte gemacht werden und so weiter und so fort. Das kommt aber alles später. Jetzt machen wir hier am Spritschutz weiter. Der ist eigentlich schon soweit fertig, dafür haben wir schön viel Bretter gehobelt und Bodendeckelschalung gemacht hier am Wasserrad. Das heißt, funktionieren würde er wahrscheinlich jetzt schon zum größten Teil. Heute geht es noch ums Finish. Wir machen jetzt oben noch eine Zierleiste hin, ein kleines Geländer, eine Treppe muss noch gebaut werden und wir gehen jetzt mal hoch und schauen uns mal direkt im Detail an, was noch zu machen ist. Ja, so sieht der aktuelle Baustand derzeit aus. Hier beginnt der Steg und der geht jetzt bis hier vorne hin. Man muss jetzt hier quasi noch übers Gerinne klettern, dem zum Glück momentan kein Wasser ist, um auf den Steg zu kommen, und kann dann fein hier auf dem Steg lang gehen. Und naja, der Steg bildet aber eben auch eine Trennung zwischen Mühlrad und Hauswand, und das Wasser, was vom Mühlrad an die Wand spritzen würde, das soll jetzt quasi hier vom Steg oder beziehungsweise von der Wand abgewiesen werden und dann direkt an der Wand runterlaufen. Die zweite Geschichte ist eben die, man hat hier durch diesen Steg eben auch einen Zugang zu dieser Hauswand. Man kann sich also hier, kann man besser Fenster putzen, das kann man hier vernünftig instand halten und sauber machen, da kommt man von innen ein bisschen schlecht dran. Zudem hat man auch die Möglichkeit, direkt hier, wenn sich auf dem Mühlrad, auf dem Gerinne, wenn jetzt der Herbst kommt, da kommen viele Blätter. Und dann bildet sich hier immer so ein bisschen so ein Haufen mit Treibgut. Und dann kann man das hier auch schön mit dem Stock irgendwie wieder frei machen und kann das Wasser am Fließen halten. Momentan sieht man, fließt nicht so wahnsinnig viel Wasser. Langsam füllt sich das Becken, aber kommenden Montag soll es richtig dolle regnen, die ganze nächste Woche soll nass werden, und deswegen möchte ich sehen, dass ich das heute fertig bekomme. Man sieht, hier ist eine Tür,
Ja, da ist tatsächlich eine alte historische Tür. Ich habe da jetzt so eine Art Balkontür reingebaut. Und hier sieht man solche Vertiefungen. Hier in dem Bereich, da möchte ich jetzt was hinbauen, sodass wir hier so ein kleines Podest hinbekommen und dann soll hier so eine kleine Treppe nach unten führen, sodass man aus der Tür rauskommen und dann hier auf den Steg drauf gehen kann. Zudem möchte ich hier den Bereich, da möchte ich mir noch irgendwas überlegen, dass man hier auch irgendwie keinen Abflug machen kann. Das noch ein bisschen verbessern und dann möchte ich hier im gesamten Bereich noch hier so ein Verkleidungsbrett, quasi hier so ein Verkleidungsbrett vormachen und oben drauf dann noch so ein Deckelbrett. Das soll auch unser Tagewerk sein. Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir mit dem Spritzschutz eigentlich soweit durch und dann können wir uns um andere Aufgaben kümmern. Wäre mir halt ein Anliegen, das noch zu schaffen jetzt in dem Zuge, weil wenn hier das Mühlrad sich erst wieder dreht und dann hier alles nass ist und das schäumt und spritzt auch ganz gut, dann möchte ich eigentlich hier nicht mehr mit dem Akkuschrauber irgendwas schrauben müssen. Dann möchte ich eigentlich, dass der Steg soweit fertig und funktionsfähig ist. Ja Leute, jetzt habe ich hier die zwei Bretter, die wir beim letzten Mal gehobelt haben. Jetzt wird die Abrichtung Dickenhobelmaschine ausprobiert haben und mein Ansinnen war es jetzt, das hier oben quasi so als Abschluss zu benutzen. Ja, hier kommt das Brett jetzt erstmal hin und dann kommt noch ein Brett oben als Deckel schön oben drauf. Die Aktion mit dem Blendbrett hier oben, die hat natürlich auf der einen Seite den Hintergrund, dass ich finde, dass es schön aussieht. Auf der anderen Seite ist das auch unheimlich nützlich, weil wir die Bretter ja nur im unteren Bereich festgeschraubt haben. Und mit diesem Blendbrett kriegen wir jetzt auch oben die Hölzer eingefangen, sodass wir im Endeffekt eine richtig große Steifheit und Stabilität in die Anlage reinbekommen hier, weil wir eben auch die oberen Teile der Bretter miteinander verschrauben können. Open your eyes. Jetzt habe ich mir das Blendbrett geschnitten vorne, was noch dran muss. Und das lassen wir jetzt auch noch mal durch die Dickenhobel laufen, um da ein schönes Finish zu bekommen. Die schön reparierte Dickenhobel. Brett ist 25. Die Maschine steht jetzt auf 23.
jetzt habe ich es nochmal auf 21 gestellt. Da kann man doch wahrlich nicht meckern, ne? Schönes, feines Rubinenholzbrettchen für die Ansichtsseite. So Freunde, die Zeit schreitet voran, unerbittlich, erbarmungslos. Ich habe jetzt nochmal zwei Leistchen geschnitten und weil das oben mit dem Abschluss so schön aussieht, machen wir unten auch noch einen schönen geraden Abschluss mit einer Leiste dran. Und dann müssen wir uns schon mal ganz schwer ans Treppe bauen machen, weil wir wollen ja heute noch fertig werden. Den Handlauf, den habe ich jetzt auch so weit dran und jetzt kletter ich mal da runter und messe mir aus, was wir für Teile für die Treppe brauchen. Dann säge ich das und dann können wir das zusammen schon anbauen. Dann bauen wir zuerst das Podest und wenn das Podest fertig ist, dann machen wir die Treppenwangen und die Treppenstufen rein. Da habe ich auch schon schönes Rubinienholz da vorne liegen. Das habe ich extra für eine Treppe, für irgendeine Treppe. Naja, man kann ja nie wissen, wann man eine Treppe auf einen zukommt. Jedenfalls habe ich schon vorgesorgt und habe Treppenstufen und wahrscheinlich reicht das Holz auch für die Wangen ausgesägt. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal das Podest und dann bauen wir die Treppe und das Ganze ein bisschen hurtig, weil es wird schon wieder so früh dunkel. Der dreht die fetten Tellerkopfschrauben rein. Wenn ihr euch wundert, warum ich aussehe wie Karl Dahl, ich war eben beim Bienen gucken, weil ich die gefüttert habe. Und dann kommt so ein Vieh auf mich zugeflogen, war noch so 5-6 Meter vom Bienenstock entfernt und sticht mich direkt, ich konnte das Auge gerade noch zumachen, direkt hier oben ins Auge rein. Naja, jetzt laufe ich rum wie der Glöckner von Notre Dame. Naja, geht auch vorbei. Scheiße. Quasimodo hat die Bretter
geschnitten. Das sieht echt übel aus, sehe ich hier im Display. Und wir legen die jetzt auf und dann beflanken wir schön das Podest und dann machen wir uns noch fix an die Treppe, weil die Sonne verschwindet gleich hinterm Horizont. Mal wieder. Ja, Freunde, ich weiß nicht genau, wie viel noch auf der Kamera drauf ist. Die hat sich irgendwie abgeschaltet, warum auch immer. Aber das Podest wäre dann soweit. Hier ist das Podest. Und hier muss jetzt noch die Treppe dran anschließen. Im ersten Schritt für die Treppe habe ich mir erstmal eine Eichenholzschablone gebaut. Gut, da fragt man sich, muss sie unbedingt aus Eichenholz sein? Nein, aber wer hat, der kann. So, das ist die Schablone. Die steht jetzt hier unten auf und liegt hier hinten an. Ich bin ein paar Mal hin und her gerannt, um das hinzuzaubern, weil das war nicht so ganz einfach. Jetzt reiße ich mir noch die Kante hier nach hier drüben an. Quasi so, und dann kann ich eigentlich schon anfangen, die Treppenstufen zu verteilen. Die andere Wange, die lege ich hier auf. So. Und dann gibt es eine kleine, süße, aber feine Treppe. So, jetzt lobe ich mir erstmal die Richtung. So. Das wird jetzt hier abgesägt auf der Bandsäge und dann habe ich ein Muster für beide Treppenwangen. Da muss ich mir jetzt nur noch eine Gedanken machen über die Aufteilung der Stufen. Die Stufen, das ist eigentlich auch relativ einfach. Die Stufen müssen immer parallel jetzt versetzt werden, um ca. 18 cm zu diesem Strich. Der Strich, dann wieder 18 cm tiefer, dann wieder 18 cm tiefer oder halt je nachdem so, dass es irgendwie eine sinnvolle Anzahl von Stufen gibt. Das übertrage ich mir jetzt gleich auf ein Brett. Auf ein dickes Brett, beziehungsweise auf zwei dicke Bretter, dann schneide ich die, hobel die und dann werde ich hier mir die Anrisse machen für die Stufen, die Dicke einzeichnen und dann mache ich mit der Motorsäge hier so kleine Vertiefungen und schraube die Stufen dann von außen durch. Dann komme ich hier mit einem Stück Treppe an und kann das einsetzen, anschrauben und dann hätten wir unser Werk für heute erreicht. Mir fällt leider kein Spruch von Karl Dall ein, aber nachmachen könnte ich den heute gut. Scheiß Bienen. Keine scheiß Bienen. Ich weiß nicht, was die hatten. Mich einfach attackiert. Bin nur in die Nähe gegangen. Direkt ins Auge. Ich habe es gerade noch zubekommen. Dann direkt hier oben da reingestochen. Also hier. Ich habe die Biene noch so abgepflückt. Blöde Vieh. Verklaue ich ihren Honig. Ein Stück Treppenwangenschablone. Allerdings nur für die eine Treppe. Von daher, naja, jetzt nicht aus Eichenholz machen brauchen, aber wie gesagt, ich ärgere mich schon ein bisschen. Pappelau getan. Naja. So, ein Stück Treppenwange. Thank you.
So, ich habe mir jetzt das Muster übertragen und jetzt gehe ich zur Bandsäge und säge das aus. Jetzt mache ich mich erstmal an die Aufteilung der Treppenstufen. Ich habe ja gesagt 18 cm. Ich markiere mir das erstmal so grob an. Für die Tiefe der Stufen kann ich mir jetzt hier die Diagonale messen. Das sind 20. Das übertrage ich mir jetzt hier auf das Brett und schneide mir aus dem Brett 20 und dann werde ich es nochmal durch die dicken Hobel jagen, damit wir ein schönes gehobeltes Brett bekommen. Dann messe ich mir die Breite der Stufen, schneide die schon mal ab und dann müssen wir die Wangen soweit vorbereiten, dass wir die Stufen da einlassen können. So, die Dicke von dem Brett ist 40. Ich stelle das jetzt auf 38 ein und lasse es einmal durch die dicken Hobel oder 39, lasse es einmal durch die dicken Hobel durchmarschieren. Und dann messe ich mir die Breite, also so lange, bis wir wirklich ein einigermaßen schönes Brett haben. Ich mache das von beiden Seiten, weil wir das ja als, das müssen wir ja in die Ausschnitte, die ich jetzt in die Wangen reinmache, reinbekommen. Und wenn das Brett so Wellerform ist, dann passt das nicht so schön. Von daher mache ich das jetzt von beiden Seiten gleich stark durch die Dicke. Voll gut das Teil. Und dann messe ich mir die Breite, mache die Bretter auf Länge, die einzelnen Treppenstufen. Und dann bereite ich die Wangen vor und dann bauen wir den Kram ein. So, das Brett ist jetzt auf eine gleichmäßige Stärke von 35 mm, exakt 35 mm gehobelt. Das ist jetzt das Maß, was ich mir auch als Ausschnitt an die Treppenwangen anreißen werde. Und ja, jetzt messe ich mir nochmal die Breite, die ich brauche, und dann kann ich die Stufen schon auf Länge schneiden. So, die Stufen müssen jetzt zweimal, also zwei Stufen, 42
Wer den Anhalter durch die Galaxis gelernt hat, weiß, dass das sowieso klar war, weil 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Von daher 42.
So, die Aussparungen, die sind jetzt hier aufgerissen. Ich könnte das jetzt ganz fein säuberlich mit dem Stechbeitel ausarbeiten. Das würde ich machen, wenn ich viel Zeit hätte. Da ich aber ein ewig getriebener Mensch bin, nehme ich mir jetzt die Motorsäge und mache das mit der Motorsäge. Ich weiß, das könnte man auch mit der Oberfräse machen, aber mit der Oberfräse müsste ich erst noch 3-4 Mal mir irgendwelche Tests machen, damit ich das einigermaßen hinbekomme. Hier mit der Motorsäge kann ich umgehen, deswegen nehme ich die. So, das war der Carving-Kurs. Demnächst machen wir einen Schwan. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen und bauen die schöne Treppe zusammen. Die Dunkelheit naht, aber jetzt schnappen wir uns mal das Gerät und bauen es ein. So Freunde, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir gucken, ob das passt. Daumen drücken hilft. Abfliegen Emma. Ah, da oben.
So, Freunde, und auch die Treppe ist geschafft. So eine schöne Treppe. Du wolltest das erklären. Hä? Du wolltest das erklären. Was wollte ich denn erklären? Du wolltest das sagen, dann erkläre ich eben was. Ja, was willst du denn erklären? Also, diese Treppe ist aus Holz. In welchem Holz? Und diese Holz. Welchen Holz? Das ist Robinienholz. Robinienholz. Und Holz ist Holz. Und mit Holz kann man sagen, wie eine Gitarre machen, vielleicht so einen Balken machen, so ein Haus, ganz viel Holz, Bäume machen. Holz besteht ja aus Bäumen. Aus Holz kann man Türen machen, Häuser, alles kann man aus Holz machen. Außer Menschen. Pinocchio war aus Holz. Was? Pinocchio? Ja, und man kann auch was machen. Aber man kann kein Wasser aus Holz machen. Das stimmt. Und man kann kein Essen aus Holz machen. Na klar, der Borkenkäfer isst Holz. Ja. Und der Holzwurm auch. Sag dem mal, dass man kein Essen aus Holz machen kann. Ja. Dann guckt er aber blöd. Aber man kann, aber ich meinte die Menschen. Menschliches Essen aus Holz, naja, gut. Also wird vielleicht ein bisschen trocken. Dieser Balken besteht aus Holz, Schippen bestehen aus Holz und Metall. Ganz viel hat Holz. Ist der Fenster schon? Ja. Türen? Ja. Ja. Und deswegen sage ich tschüss. Und hier seht ihr die gebaute. Tada. Tada. Eine wunderschöne Treppe. Sie ist stabil. Ich stehe jetzt auf. Da kann man sogar drauf hüpfen, oder? Gucken, vielleicht oben. Ja. Ja. Und hier kann man auch drauf klopfen. Genau. Und hier geht es dann später in die Küche rein. Ja, und das seht ihr dann. Aber erst später. Ja, das dauert noch bestimmt 7 Jahre, bis es geht. So, aber liebe Freunde. Jetzt heißt es tschüss und bis bald. Genau, jetzt heißt es tschüss und bis bald. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Über ein Abo würden Emma und ich uns freuen. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ne? Mhm. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Wink auch mal. Tschüss. Er abonniert, desinfiziert.